Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diese schöne Begrüßung. Also nicht, dass ich was anderes erwartet hätte, ein bisschen vielleicht. Aber es ist immer so blöd, wenn man schlecht angesagt wird, weil dann muss man mit so einer schlechten Stimmung auf die Bühne. Das ist so, falls Sie nicht privat auftreten, ich weiß jetzt, ich glaube eher nicht, wenn ich Sie so anschaue, aber dann müssen Sie sich das so vorstellen, das ist so, als würden Sie in einem riesigen Lift fahren und der eine, kurz bevor er aussteigt, furzt ihn noch so schnell in den Lift rein. Und dann müssen Sie mit diesem blöden Geruch weiterfahren und auch allen, die neu dazukommen, erklären, dass das nicht Sie waren und so weiter. Und deswegen bin ich sehr froh, dass der David hier nicht auf meine Bühne gefurzt hat. Ich wollte eigentlich was über Liebe erzählen, aber das ist ja sehr so schnell gesagt immer. Ich glaube, Liebe ist einfach gemeinsam fett werden. Und dann so zusammen fett wird und sich dann so anschaut und so denkt so, oh, ich will gar nicht mit jemand anderem zusammen sein und du kannst gar nicht mit jemand anderem zusammen sein. Deswegen versuche ich jeden Morgen mit dem Gedanken zu starten, eines Tages stirbt man, aber an allen anderen Tagen nicht. Also das heißt, man stirbt so die ganze Zeit immer, immer wieder nicht. Und dann so ganz kurz am Schluss, so für nicht mal eine Minute, bip, stirbt man dann so. Und dann machen alle ein Riesenzeug draus, so, ist gestorben. Also was auch immer dann für ein Geräusch sie machen, aber niemand sagt, er ist ja vorher die ganze Zeit nicht gestorben. Und ich glaube, wenn man das Leben dann so mathematisch auf einem Strahl darstellt, erkennt man, dass man eigentlich, also statistisch betrachtet, stirbt man eigentlich gar nicht. Total vernachlässigbar. Nur so ein kleiner Strich auf einer großen Linie. Und deswegen finde ich es auch total toll, dass ich irgendwann mal sterbe. Also ich freue mich voll drauf. Oft passieren so schlimme Dinge, also einfach das Leben. Und dann sitze ich so da und denke mir, fuck, zum Glück ist diese Scheiße bald vorbei. Und es gibt Leute, die finden das total schlimm, wenn man denen das erzählt. Also ich wirklich 30% meines Tages verbringe ich damit, mich zu freuen, dass ich das irgendwann einmal nicht mehr machen muss. Und es gibt Leute, die verstehen das. Und dann gibt es Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Das ist ja grundsätzlich was total Dummes zu tun, weil sie erstens den Piloten dafür belohnen, dass er das absolute Minimum seines Jobs erfüllt hat. Und zusätzlich haben sie ja auf der anderen Seite gar keine Bestrafungsmöglichkeit. Also sie können ja nicht explizit nicht klatschen, wenn sie nicht landen, weil dann sind sie alle tot. Und deswegen muss ich mich dann die restlichen 70% des Tages eigentlich die ganze Zeit schämen für Dinge, die mir entweder noch nicht passiert sind, weil man will ja sich präventiv schämen, damit man, falls es einem dann passiert, schon mal weiß, wie man sich jetzt zu fühlen hat. Oder ich schäme mich für andere Leute, also für Sachen, die die machen, die eigentlich mit mir gar nichts zu tun haben. Ich komme aus der Schweiz, da ist das eigentlich die ganze Zeit so. Ich muss mich die ganze Zeit für alle die ganze Zeit schämen, außer wir verstoßen gegen Menschenrechte, dann ist uns das eigentlich egal. Aber ich denke einfach, wenn die sich vergessen zu schämen, dann könnte ja ein Schamvakuum entstehen und das Universum könnte implodieren. Und da will ich dann nicht schuld sein. Und die einzigen Leute, mit denen man sich umgeben kann, wo man sich dann nicht schämen muss, sind Kinder, weil Kinder haben das noch nicht, Kinder können sich nicht schämen, die haben diesen Filter noch nicht. Sobald man erwachsen wird, schämt man sich, dann merkt man ja dann auch, dass man erwachsen wird, dann kann man nicht mehr einfach so in der Straßenbahn zum Beispiel, ich war mit einer 5-Jährigen in der Straßenbahn, das haben Sie ja glaube ich auch, oder? Oder falls ich vom Land nicht war, mit einer 5-Jährigen waren wir auf Pferden reiten, können Sie sich das besser vorstellen. Und die hat dann ganz laut gesagt, so dass es die ganze Herde gehört hat. Wieso ist dieser Mann so hässlich? Und ich dachte nur so, hey, ich bin eine Frau. Aber Kinder haben das noch nicht. Deswegen leihe ich mir auch sehr gerne Kinder aus. Ist auch ein Satz, den nur Frauen sagen dürfen. Aber ich habe gedacht, die in Hamburg sind wahrscheinlich sexistisch genug, dass sie mir nicht zutrauen, dass ich pädophil bin. Deswegen kann ich sagen. Also ich leihe mir gerne Kinder aus.
und gehe mit denen an Orte, an die man ohne ein Kind nicht gehen könnte. Da gibt es ja ein paar Orte, wo es einfach ganz seltsam ist, wenn man da alleine ohne ein Kind hingeht. Zum Beispiel Wasserpark, so Vergnügungsrutschpark, ist ganz komisch, wenn man alleine hingeht. Ist sowieso ein komischer Ort, ist der einzige legale Kontext, wo man hingeht und Geld zahlt und am Ende des Tages haben einem 10 verschiedene Sechsjährige in den Mund gepinkelt. Und mit Kindern muss man sich keine Gedanken machen. Also man kann da einfach irgendwas machen und man ist dann so beschäftigt damit, dass das Kind nicht stirbt, dass man gar keine Zeit hat, sich zu schämen. Weil das wäre dann richtig peinlich, wenn man so ein Kind ausleiht und dann bringt man es tot zurück. Das wäre richtig scheiße. Also kommt aufs Kind an. Manchmal wären die Eltern ja dann froh, so, danke, dass du es übernommen hast, wir wollten es nicht tun. Aber ich merke, wie viel Zeit ich damit verschwende, mich zu schämen für Dinge, die mir noch nicht passiert sind. Und das kommt so ein bisschen Hand in Hand mit dieser fehlenden Angst vor dem Tod. Zum Beispiel, vielleicht jetzt eine Frage für Sie, hatten Sie schon mal Sex, während ein Haustier im selben Raum war? Also ein Haustier und noch ein Mensch. Danke, eine Person, die geklatscht hat, aber also entweder klatschen alle oder niemand, weil sonst fühle ich mich wie so eine Zumba-Instruktorin auf dem Clubschiff und eine Person hat Bock und die anderen sind da, weil es eine Pauschalreise ist. Nee, aber ich bin froh, dass sie so reagiert haben, dem Haustier. Ich habe nämlich noch einen kleinen Fun-Fact hier an dieser Stelle, leider ohne Fun, aber das Wort Sodomie... Die Beine wieder zusammen. Das Wort Sodomie ist das einzige Wort in der deutschen Sprache, das ausschließlich aus Abkürzungen für Wochentage besteht. Das heißt, Sonntag, Donnerstag, Mittwoch darf der Labrador aus dem Keller oder muss in den Keller runter, wenn sie Österreicher sind. Und ich muss jetzt auch wieder zurück in den Keller, weil ich habe vor, richtig, richtig fett zu werden und dann zu sterben. Vielen Dank.